Bin wirklich froh, dass die Sekte hier nicht mehr ihre Wölfe abrichten kann. Die haben die Wölfe sogar runter zum alten Sägewerk geschickt, um die Gefangenen in Schach zu halten. Wir hatten einen Bären, der Cheeseburger hieß. Er war eine kleine Berühmtheit. Er hatte eine Schwäche für Chads Imbiss. Aber er hat Diabetes bekommen und wir mussten ihn auf eine Lachsdiät setzen. Jedenfalls wollte die Sekte ihn mitnehmen, also habe ich ihn freigelassen. Angeblich richtet er ganz schön Chaos an. Jemand sollte nach ihm suchen und gucken, ob es ihm gut geht. Aber nimm auf jeden Fall ein paar Lachse aus dem Teich mit. Wenn du Cheeseburger mit dem Lachs fütterst, wird er zutraulicher. Okay. Und damit ein herzliches Moin und willkommen, meine lieben Freundinnen und Freunde, zurück zu Far Cry 5. So. Jipsa. Ist denn nicht abgefahren? Eli hat sein ganzes Herzblut da reingesteckt. Auf jeden Fall. So. Bisschen Munition, Gewehrmunition, schön. Und Gegenstände. Ich habe nämlich mal ein bisschen was freigeschaltet. Und zwar Haftdynamit. Oh, okay, Haftdynamit. Haftgranate. Haftender Fernzündungs- und. Na gut, warum nicht? So, und jetzt kann ich nämlich ein paar Sachen hier mal einkaufen. Rohrbombe. Schick. Brandpfeile. Okay. Sprengpfeile. Okay, okay. Brandstreu. Was? Brandstreuerrakete. Elf. Brandgranate für Granatwerfer. Streurakete. Ja. Alles klar. Gut. Okay. So. Erreiche die Anlegestelle. Ja, okay. Vielleicht finden wir auf dem Weg dahin ein Quad. Oder auch ein Heli. Das ist Wade. Ja, ja, Platz. Der ist da. Okay, wir laufen einfach. Oh, da ist ein Pickup. Komm, dann gucken wir uns mal. Okay. Da. Oh. Alter, das ist eine Riesenkuh. Bison. Hallo. Okay. Das ist ein Konvoi-Truck. Ich weiß, mir egal. Wow. von dem ist auch nichts mehr über. Upsala. So. Erledigt. Mensch, Jungs, seid ihr schlecht. So. Auf dem Wege dahin ist hier anscheinend auch ein Prepper-Versteck. Oh. Ich hätte nicht gedacht, dass ich treffe. Hey. Haha. Geplündert. Kann ich den eigentlich auch damit tauschen? Kann ich den überhaupt tauschen? Nein. Okay, dann nicht. So. Gut. Hier irgendwo ist ein Prepper-Versteck. Prepper, Prepper. Ah, okay, in dem Gebäude. Dance down, Airstrip.
Yeah, Gamer-Musik, richtig geil. Okay. Um Himmels Willen, Russ. Du hast schon wieder den Generator kaputt gemacht. Wie soll ich jetzt das Tor öffnen und das Flugzeug rausholen? Ich gehe und hole Sheep, damit er ihn repariert. Und ich schwöre bei Gott, wenn du wieder das Oberlicht offen gelassen hast, wirst du gefeuert. Das Oberlicht. Alles klar. Handschriftliche Notiz. Okay, Russ, da verfolgt, was da oben auf dem Dach. Neulich sah ich, von diesen Adlern, einen von diesen Adlern auf dem Funkturm in der Nähe sitzen. Er hatte irgendwas zwischen den Klauen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er zu uns rüber gesegelt ist und seine arme Beute fallen gelassen hat. Und die backt jetzt in der Sonne vor sich hin. Du musst einen Weg da hochfinden und sie wegrollen, Ben. Nö, nö, du gehst ja nicht rein. Auto? Flugzeug. Wie? Soll ich da hochkommen? Ich meine, ich könnte mir einen Hubschrauber schnappen. ATVs, Trucks. Ah, komm. Das Ding mache ich mal später. Ich verfolge erstmal das hier. Mission in der Nähe. Finde einen Weg in den Hangar. Ja, das mache ich mal später. So, wir schießen da jetzt rum. Mir verscheucht die ganzen Fische. Das habe ich gebraucht. Genau das Richtige, um den Kopf freizukriegen. Das Richtige, um den Kopf freizukriegen. Macht schon. Na los, ihr Biester. Okay. Angel. Das habe ich gebraucht. Genau das Richtige, um den Kopf freizukriegen. Macht schon. Mist. Na los, ihr Biester. Okay. Ja. Das habe ich genau das Richtige, um den Kopf freizukriegen. Okay. Hol ihn den Fisch mit ein. Ermüde ihn, indem du entgegen der Bewegung des Fisches bewegst. Okay. Okay. Kennst du das Sprichwort? Bring jemandem das Angeln bei, dann nährst du ihn fürs ganze Leben. Ein wunderbares Land. Naja, schade, dass wir alles kaputt machen. Jupp. Das habe ich gebraucht. Genau das Richtige, um den Kopf freizukriegen. Komm her. Komm her, komm her, komm her, komm her. Das habe ich gebraucht. Genau das Richtige. Oh, komm. Komm her, komm her, komm her, komm her. Oh, Mann. Na los, ihr Biester. Kannst du mal die Klappe halten?
So, jetzt holen wir den Drecksfisch ein. Sack. Na komm. Jetzt geht's. Okay. Wow, jetzt habe ich es ein bisschen raus. Hey, da unten. Oh, geht doch. Königslachs. Hi. Ah. Glipschi, glipschi. Nochmal so weit weg. Okay. Kann ich mit dem Boot fahren? Ich könnte theoretisch mit dem Boot. Da ist ein Comic. Nein. Da ist ein Comic. Geil. Das schnappen wir uns. Juhu. Wir haben zum ersten Mal geangelt. Erfolgreich. So, dann nehmen wir unsere gelbe Knifte mal raus. 200 Meter entfernt. Ach komm, die laufe ich. Gefangenentransport, egal. Oh nö. Und Flieger, die gehen mir auf den Sack. Und haben wir auch gleich ein Auto in der Nähe. Da war gerade eine Schlange. Wir kriegen sie. Bitte Gott, lass, ich schulde dir mehr, als du dir vorstellen kannst. Alle Idiot. Hi. Eli würde sicher wollen, dass wir weiter für die gute Sache kämpfen. Aber es ist nicht leicht, so große Anführer zu finden. Unsere Moral ist auf einem Tiefpunkt. Ah, da kriegen wir schon hin. Und nicht gewinnen. Das waren die Eimer. Okay. Das kriegen wir schon alles wieder hin. So. Oh, kann ich hier rein? Wo und wie zum Geier kann ich hier rein? Hier rein. Ich will das den Comic haben. Hier die das. Ah.
Die waren die armen Tiere. Mhm. Super. Forschungsnotizen, ne? Auch wenn ich, wenn der Canis Lupus der beste Kandidat für eine Verstärkung zu sein scheint, schlage ich vor, diese Formel auch an anderen Spezies zu testen. Elch, Puma und Bär. Okay, im Fangzentrum in der Nähe gibt es einen zahmen Bären, an dem wir es ausprobieren könnten, wenn wir ihn in die Finger bekommen. Toll. Brian, bist du da? Wie laufen deine Experimente? Schon Erfolg gehabt? Ich habe Ihnen Ergebnisse bis zum Ende der Woche versprochen. Also, du musst dich echt mal beeilen. Ich meine, es sollte doch ganz klar sein. Die Formel wirkt bei Wölfen. Wie schwer kann es sein, sie auch für andere Tiere anzupassen? Meld dich auf jeden Fall. Mir sitzt Jacob im Nacken. Er will den neuesten Stand wissen. Okay. Comic und Geld. Geil. Hier geht das Geballere wieder los. Mann, Mann, Mann. Überall Stress hier. Gut. Ich schnapp mir jetzt nochmal ein Auto. Und fahr dann nach unten. Zu diesem Hof hin. Der. Ja. Was? Straßensperre, Sekte. Okay, Hangar-Ärger, ja, das mache ich auch noch. Da muss ich rüber. Ups. Entschuldigung, das war der Briefkasten. Gut. Gerettet. Hab schon was. So. Ich weiß nicht, ob er ein böser Bube war oder zu uns gehörte, war mir auch egal. Steig runter. Erstmal Lager sondieren. Da ist ein VIP. Die drei Leute mehr nehmen. Schleichen. Boah, der hat sich mit Bliss voll gepumpt, der Typ. Gib mir ein paar trockene Stiefel und ein großes Gewehr und ich bin ein glücklicher Mann. Im Suchgebiet. Wo ist jetzt der Bärchen? Wo ist Cheeseburger? Hm? Da hinten. Wow. Was muss ich hier jetzt machen? Finde Cheeseburger. Wir können. Setz den verdammten Bären zumindest fest.
Okay. Was du auch machst, sei nicht schüchtern. Geh einfach da rein und gib ihm den Lachs. Der knuffige kleine Kerl wird ihn dir direkt aus der Hand fressen. Keine Sorge. Du klingst fast so wie mein Kater, wenn er schnarcht. Okay. Hi. Oh, ist ja süß. Ist der süß? Und niedlich. Oh, da kann ich. Jacob braucht diesen Bären für die Ernte. Was ist los, Süße? Hast du meine Fingerlinge? Für Eden! Fang den Bären für den Vater! Töte den scheiß Bären! Nein! Okay, Bärchen geht einfach voll nuts. Ein Bär! Bärchen? Der verdammte Bär darf nicht entkommen! Ja. Mach den kalt. Danke. Wow. Verdammt! Hab gehört, dass du Cheeseburger gefunden hast. Solange er bei dir ist, weiß ich, dass es ihm gut geht. Denk nur bitte daran, ihn nicht mit Cheeseburgern zu füttern, weil er Diabetes hat. Das ist so cool. Ein Bärchen, das Diabetes hat. Oh, wie schön. Okay. Ein sehr verrückter Vogel. Okay. Oh, wir haben die ganze Truppe fertig. Oh, schön. Wir haben Boomer, Nick, Rye, Race, Cheesy. Naja. Jazz, Peaches, Sharky und Adelaine. Und noch ein paar andere. Ja, geil. Beauty, ich habe gehört, dass du Cheeseburger vor der Sekte gerettet hast. Forrest Jungs haben ihn gut trainiert. Der wird alles zerfleischen, was ihm in den Weg kommt. Und hier im County kennt ihn wirklich jeder. Also wirst du jetzt wohl die zweite Geige spielen. Oh, oh, ist der süß. Ist der süß. Und ein Riesenviech. Das Ding, das wiegt, glaube ich, 900 Kilo. Ich glaube weniger. Wie viel wiegt so? Ups. Wie viel wiegt so ein Bär? Keine Ahnung, aber die Tiere, die... Wir stehen halt zu bisschen Fett und erst Muskeln. Ohne Scheiß, die Viecher, die bestehen fast nur aus Muskelmasse. Was? Holy shit!
Was war das denn? Eine Katze. Alles klar. Gut. Liebe Freundinnen und Freunde, ich mache an dieser Stelle aber Schluss. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich einen traumhaften Tag. Ciao, ciao. Euer Gary. Tschüss.